scheint ihn nicht zu interessieren, diese Geräusche. Ah, jetzt. Meine Fresse. Hat nicht so ganz funktioniert. Hey, einer der Idioten hatte meinen Scanner. Sehr schön. Hey, da ist eine Leiter. Da können wir raus. Ja. Dann GG. Okay. So war es eigentlich nicht so ganz geplant. Okay, wir müssen unsere Sachen holen. Was? Bist du krank? Lass uns verschwinden. Hey, wenn Stoddard sie findet, sind Kai und Tyson geliefert. Okay, das ist zu riskant. Shit. Okay, wie soll das gehen, Mann? Da wimmelt's vor Elperts Leuten. Ja. Auf der linken Seite müssten wir reinklettern können. Okay, Moment. Oder wir könnten da rechts unter dem Zaun durch. Tja, oder wir greifen frontal an. Wenn's okay für dich. Du gehst vor. Ich bleib hinter dir. Dachte ich's mir doch. Leider. Los jetzt. Ja, ja. Komm. Du bringst mich echt nach oben, Mann. Nick, geh zu dem Trailer. Wie jetzt? Ich dachte, wir gehen alle auf einmal irgendwo. Dann machen wir zwei unterschiedliche, okay. Scheiße, hast du keine anderen Freunde? Nicht hier! Dios mio, Alter, falscher Knopf die ganze Zeit. Dios mio. Helvete. Jawoll, die haben 16 freigeschaltet. Sehr schön. Ich liebe diese Waffe. Ich glaube, es wird so einen Kampf ausarten. Erstmal aus dem Lichtkegel hier raus. Zwei sind nicht ganz alleine. Frage ist nur, wo guckt noch einer? Jetzt sind sie alleine. Halt! Keine Bewegung! Entspann dich einfach und atme tief durch, okay? Uno. Der hätte uns eigentlich schon längst angreifen können, der Typ hier. So. Zwei erledigt. Eine Waffenkiste. So. Da hinten haben wir einen. Zwei. Der hier ist alleine. Aber kommt er jetzt noch um die Ecke gerannt oder bleibt er da, wo er ist, der Kollege Shinushu? Der ist im Haus drin, wenn ich das richtig sehe. Ist das korrekt? Keine Bewegung! Entspann dich einfach und atme tief durch, okay? Und runter mit dir. Glück gehabt, ein Kollege ist nämlich wieder. Und so, jetzt hier rein. Müssen warten, bis er vielleicht wieder hier reinkommt. Wo steht
Stecken wir uns mal in diese Richtung hier. Hoppala! Das war nicht mit Absicht. Kommt er hier rein? Okay, da haben wir jetzt noch eins, zwei. Was zum Fick, du Scheißteil. Dann haben wir noch Nummer drei. Etwas Glück sieht mich der eine nicht, während ich die anderen überwältige. Scheiße. Okay, nichts wie weg hier. Dann ist er warm. Ich habe keine Ahnung von wo. Hä? Vom Ficken oder so? Ja, GG, Alter. Mir. Wofür sind diese Pläne? Flau. Welche Pläne? Ich bin hier. Hier rüber, los. Bitch. Na los. Schnell, einsteigen. Von außen sieht's dreckig aus, ne? Von innen vielleicht nur so schlecht. Also nachts, okay. Da können sie alles hübsch aus. Hey, was ist hier eigentlich los? Bereiten die sich hier alle schon auf ihre eigene Apokalypse vor, oder wie? Ja, Tony ist durchgeknallt. Ach was. Wozu braucht ihr überhaupt einen Safe-Knacker-Roboter? Um was zu klauen? Na, immerhin dient es einem wohltätigen Zweck. Ja. Aber zum Flugplatz, da ist der Brecher. Okay, bist du sicher, dass er da ist? Klar bin ich sicher. Da lagert Tony seinen ganzen Kram. Fahr einfach. Warum sagst du nicht Vater zu ihm? Okay, eine Sache verstehe ich nicht. Ach ja, was denn? Es gibt so einiges, was ich nicht verstehe. Hörst du mir zu? Warum hast du deinem Dad das erlaubt? Ich dachte, Nick wäre einer deiner Arschlochfreunde. Aber in Wahrheit ist er ein Kopf, was irgendwie noch schlimmer ist. Aber egal. Ja, ja. Du weißt, dass du jetzt mit uns kommst, oder? Ist das so? Scheiße! Scheiße. Boomer! Ich könnte euch auch an diesen Stoddard-Typen übergeben und mir 250.000 Scheine verdienen. Was soll denn das jetzt? Mann, ich verarsche euch doch nur im Du hast sie doch nicht, Alter. Die ist nicht mal geladen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Hab ich doch gesagt, ich sehe nichts. Man guckt auch nicht 50 Minuten lang
zur Seite. Sind alle okay? Dun ist verletzt. Mich hat's am Arm erwischt. Der Kopf ist scheißegal. Mein Bein ist am Arsch. Mann, wir müssen Hilfe holen. Markus, die Typen aus dem Hinterhalt, sie kommen. Du weißt ja noch, warum? Stimmt. Nick, halt sie auf. Ich überleg mir was. Im Kofferraum sind Waffen. Okay. Fürs Protokoll. Hier hat sich einiges geändert. Einiges. Im Kofferraum sind Waffen. Hast du nicht sagst, dass da noch mehr kommen? Ich hab keine Money mehr. Ich brauch Money. I need ammo. Wow! Scheiß Shotgun, verpisst euch! Bäm! Ich jag euch mit einer normalen Waffe in die Luft! In die Luft! Luft! An Luft und Liebe! Ich finde, ich sollte mich nicht die ganze Zeit abgeballert haben. Ich brauch mal meine Sonne wieder. Na doch wohl. Soll er ihn trinken? Oh Mann! Ich bin ein einzelner Typi und ich bin unbesiegbar! Einzelner Typi-Modus aktiviert! Ja! Na! Das hier, überleben. Einsatzziel okay, abgeschlossen. Expertenlevel 12. Das war's. Woher weiß er das? Oh nein, da steht doch der Überpro-Typ jetzt, ne? Nee, doch nicht. Aha. Hey, alles okay? Ihr müsst mir einen Gefallen tun. Tony ist ein Jäger, also brauchen wir eine Ablenkung. Außerdem geht mir die Wüste auf die Nässe. Du kommst echt nicht mit? Wir bringen dich ins Krankenhaus. Ach, ihr habt doch genug zu tun. Der Flughafen ist da lang. Beeilung. Du hast echt nicht mit, den kommt doch mit. Ach ja. Viel Glück. Man sieht sich. Sonst kommst du doch nicht mit. Und sag Tony, dass er eine Pissnecke ist. Hat die einen dicken Nissan hier, Nissan sag ich schon, oder? Ist das ein Nissan? 73 Set. Hey, sollen wir uns mal dieses ausgebrannte Haus da ansehen? Das Feuer sieht frisch aus. Welches ausgebrannte Haus, verdammt nochmal? Das hier oder was? Muss ich irgendwas geben, was von Interesse sein könnte oder was? Der steigt nicht mal aus. Du bist ein Schwammelied, Junge. Du bist ein dummer Junge, bist du. Ultra dumm. Ich hab doch gesagt, dass du okay ist. Der wird jetzt mit allem, was er hat, hinter uns her sein. Vielleicht können wir vorher abhauen. Es ist noch ein Flughafen. Vielleicht finden wir ein Flugzeug. Also, was hast du denn gemeint, als ich sagte, Tony lagert seinen ganzen Kram hier am Flughafen? Tony hat schon immer Sachen gesammelt. Je illegaler, desto besser. Wirklich? Was denn zum Beispiel? Schwarzmarkt-Armee-Kram, Panzer, Helikopter, sogar Flugzeuge hat er. Tony hat einen Haufen Geld, Mann. Drogenkohle. Außerdem nimmt er sein Recht auf Waffenbesitz echt wörtlich.
Echt, sah nicht so aus, wenn er so viel Kohle hätte. Der alte Flughafen. Weiter! Der Flughafen ist da vorne. Ja, ich seh's. Aber da warten bestimmt gleich haufenweise Leute auf uns. Tja, und du warst echt mal ein Bulle? Naja, mein Dad war auch ein Kopf. Echt jetzt? Kein gewöhnlicher Kopf. Habt ihr die SDI was? Kubanische Geheimpolizei. Okay, okay, also bist du seinem Vorbild gefolgt? Wie man's nennt. Sein Job war es, Häftlinge zu killen. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Deshalb bin ich Cop geworden. Ein echter Krieg. Tut mir leid. Sorry, dass nichts draus wurde. Ja, man muss auch mal kein Cop sein. Ich weiß nicht, ich habe Lust. Au. Wir laufen. Los.